Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Road 96. Wir sind hier auf den letzten Kilometern bis zu der Grenze und wir schauen mal, wie es weitergeht. Cruisin'. Welcome to my luxurious limo. Okay. Danke, dass Sie mich mitnehmen. Ich bin zuvor noch nie in einer Limousine gefahren. Du bist irgendwie weit entfernt. danke, dass Sie mich mitnehmen. You're wondering why I've given you a ride. Ja, das tue ich. I gave you a ride because I know your secret. Was ist mein Geheimnis? Ich bin nicht sicher, dass ich eins habe. Das ist mein Geheimnis. That you're my biggest fan. Ah, don't deny it, honey bun. Ah, ja. Ja, klar bin ich das. Wer sind Sie? Well, it's written all over you. Now relax. You must be exhausted from being on the road. Das stimmt. Mir geht's gut, denke ich. There's a normal-sized remote to your left. See it? Everything you ever wanted can be accessed by pressing one of its normal-sized buttons. Come on. Okay. Fragezeichen. Anhalten. Hoch. Not that one. What can I do for you, Sonja? Hoppla, Entschuldigung. Moment mal. Wer ist das? It's all right. Nothing, Adam. Just do your job, would you? This is my job, Sonja. Sure you don't need anything? Yes, I'm sure, Adam. Bye. Oh Gott. Du solltest netter sein. Why? Now I'm just gonna grab the normal size remote on this side and. Oh, look at that! That's what rich people call a sunroof. Now go on, climb up there. Okay. Dann gucken wir mal. Oh Gott. Kam schon Müll geflogen. Wann sind wir schnell unterwegs? Kommt wer? Na gut, das reicht. Wow, was für eine Aussicht. Machen Sie das oft? Mir ist eine Fliege in den Mund geflogen. Uh-huh. Yep. Do me a favor and grab one of those fan lighters beside you. Don't like to touch them much myself. Okay. Watch your back, Sonja. Das sieht nicht aus wie ein Fanbrief. What's it say? Dass die Beste sind. Und dass sie sich in Acht nehmen sollten. Oh, I see. Put on the pile labeled death threats. Okay, tut mir leid, dass sie solche Briefe bekommen. Bekommen sie oft Morddrohungen? Oh gosh, almost every day. That's why I got Adam, my bodyguard and driver. As irritating as he is. Do you want me to turn the audio off, Sonja? Niemand sollte sie bedrohen. Warum sollte das jemand tun? I know. It's probably one of those loser black brigades or liberal Flores supporters. But whoever it is, they won't do nothing. Ich hoffe, Sie haben recht. Wie können Sie das wissen? Believe me, I am. Sonja? What is it, Adam? Kinda having a moment here with my biggest fan. It's time. Zeit für was? For the Sonja show, of course. I never miss it. Now park those buns over here. Okay. We say it's live, but that would be way too hard. With the election only a few months away, early polls show Tyrak well ahead of Flores. And now for today's missing teen report. Unfortunately, we have additional teens. And blah, 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 blah. You can ask me anything you want. You know that, right? I'm here for you. Ja, sicher. Ich habe eine Frage. Machen wir mal. Wissen Sie irgendwas über Polizisten auf der Road 96? Berichten Sie über Jugendliche, die die Grenze überqueren? Haben Sie irgendwelche Tipps, wie man auf der Straße überlebt? Weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Machen wir mal das.
just that Tyrak puts them there to catch teens on the run. Sie kommen trotzdem durch. Sie werden sehen. Er kann sie nicht aufhalten. Die Wende steht bevor. Floris würde Polizisten anders einsetzen. Machen wir das. Oh, honey, please. Floris isn't gonna do a thing, because she ain't gonna win. Wait, you feel that? We're slowing down. Ring Adam for me, would you? Jo. Yes, Sonya? It wasn't me who rang, Adam. So stupid. It was my biggest fan. Yes, Sonya's biggest fan? Halten wir an. Was ist los? We're pulling into a security checkpoint. Oh. Looks like there's another protest. And to think this was once a nice totalitarian nation. Ach so, okay, ich kann nicht rausgucken. Oh, sehr nice. Nehmen wir natürlich mit. Kann ich irgendwie... Ups. Kann ich irgendwie im Inventar oder so? Nee, kann ich leider nicht schauen. Machen die das oft? Wogegen protestieren die? Probably Tyrak trying to steal the election. Or Tyrak increasingly taking away their civil liberties. Ugh, babies. You suck! Oha. GNS ist Propaganda für Tyrak? Die mögen sie nicht. They think my station is owned and operated by the state. Which it's not. I mean, not 100%. Here come the police. This party is about to blow up. Du solltest auf Adam hören. Sie haben Grund hier zu sein. Ah, you love your Sonya, don't you, honey pie? Uh-oh, they have rocks again. Die Proteste werden nichts lösen. Ich denke, ihr Ärger ist gerechtfertigt, Sonya. Sind wir sicher? Wird die Polizei Gewalt anwenden? Die Demonstranten sollten nach Hause gehen. Wie können sie sich eine Reporterin nennen? Machen wir das. Ja, echt spannend. Das meinen Sie nicht ernst, oder? No, not really. But I'm not when I say I want you out of my limo. I thought you were my biggest fan. Tut mir leid, wir lassen mich noch weiter mitfahren. In Ordnung, ich will weiter bei Ihnen mitfahren. Adam! Drop this loser off. Yes, Sonya. So long, kid. Was auch immer, auf Nimmerwiedersehen. Ja, hoffentlich. Glaube ich lieber. Neun Kilometer bis zur Grenze. Das können, sollten wir doch eigentlich laufen können. Fast da. Da ist er. Route 96. Ach, schön hier. Oh. Ja, warum nicht? Kann ich auch. Das geht auch. Muss ich hier hoch? Komme ich gar nicht durch. Okay.
Schön, schön. Ich weiß gar nicht, ob ich da mehr Energie verbrauche, wenn ich sprinte. Runterrutschen. Oh, ob das eine gute Idee ist in der Kurve. Jo, schnell rüber. Oh, ich dachte, da wäre irgendwas. Dann gucken wir mal, wo wir hier ankommen. Oder wo wir hier lang geraten. Hoffentlich kommt nicht gleich irgendein Bär oder sowas. Auf jeden Fall ist da schon mal ein Fluss. Ah ja, da vorne. Perfekt. Was haben wir denn hier? Ich will mal gerade was gucken. Okay. Sitzen. Sehr, sehr, sehr schön hier. Na gut. Dann verlieren wir mal keine Zeit. Ich weiß nur nicht, wo ich lang gehen soll. Ob rechts oder links. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Vielleicht kommen wir auf der anderen Seite auch einfach hier rum. Sieht auf jeden Fall danach aus. Was ist das? Hm. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Keine Probleme hier rüber. Spray, rebelliert. Spray, geht wählen. Spray, traue nur dir selbst. Ja, das ist doch gut. Dann gehen wir mal hier durch. Sieht aus, als würde hier gleich irgendwas passieren. Ich glaube, ich sollte das vielleicht mal machen. Und zwar etwas erholen. Hoffentlich passiert da nichts Schlimmes. Dass wir entdeckt werden oder so. Oh ja. Ein bisschen erholt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch. Oh oh. Verlassen und die Straße entlang gehen. Null Kilometer zur Grenze. Okay, was passiert denn jetzt? Ah, jetzt sind wir an der Grenze. Okay. Keep out. Das ist der LKW? Nee, das sind allgemein solche LKWs. Kleiner Konvoi hier. Na gut. Da sind wir also. Snacks and drinks? Can I help you at all? Was verkaufst du? Some items to help you on your journey. Was läuft im Fernsehen? Special 10-year commemoration of the collapse. There's some never before seen footage there. Was hat denn, oder wer hat den Einsturz verursacht? I'm not much for conspiracy theories. Normally,
I hear there are incriminating government docs out there. If we could just get our hands on those. Bisschen essen? Ja, nö, brauchen wir gerade nicht. Weißt du, wie ich die Grenze überqueren kann? Keep it down, kid. You want to get my wife and I busted? Natürlich nicht. Can we trust you? Natürlich. Okay. There are rumors of old tunnels that lead to the other side. They're said to be off the path to my left. I hope you're not claustrophobic. I hope you find your freedom, kid. We'll be rooting for you. Okay, danke. Ich würde mal gerne wissen, was das da für ein Symbol ist. Warte mal. Wird mir nicht irgendwie angezeigt, ne? Schade. Snacks and drinks? Can I help you at all? Ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, da durch diese Tunnel zu gehen. Von denen wir gehört haben. Weil wenn die einstürzt, dann haben wir ein Problem. Lass mich gehen jetzt. Ich will nur durch. Not unless I let you. Maybe I won't. And why should I? Give me a good reason. Ich bin kein Bulle, okay? Ich will die Grenze überqueren, deshalb. How do I know? The enemy is getting smarter all the time. Fine. You can go. But I don't like your attitude. Jo, jo. Tschüss. Will der uns hier nicht durchlassen, sag mal. Hallo, wie geht's dir? Who wants to know? Jemand, der die Grenze überqueren will. Machen wir mal. Maybe I can help with that. The important word being maybe. Wer ist hier? Oh Gott. Nö, tschüss. Geht leider nicht. Weißt du, wie man am besten über die Grenze kommt? I don't know if there is a best way. Once a way is discovered, the government adapts. You know what I mean? It's like a nuclear arms race between teens and Tyrak. Wie willst du die Grenze überqueren? I don't know yet. Kind of low on cash at the moment. Maybe I'll turn back. Nimm das hier, ich hab genug. Hast du schon einmal versucht, die Grenze zu überqueren? Du kannst dich aufgeben, nicht jetzt. I took the offshore worker test. Needless to say, I failed. Lucky for me, they didn't put me up in a cell. And they're in the paperwork, maybe. Okay. Hey man, want some advice? Ja klar. Don't try crossing over the mountain. Warum nicht? I saw a guy fall from the peak one time. He screamed all the way down. And it's a long way down. Just don't go up there, man. Wie willst du die Grenze überqueren? I was just thinking about that right now. Don't tell anybody, but I've got a guff pass. News like that gets out, and teams will be swarming. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich will den haben. Gib dir auch $5. Verdammt. Hey, see that door back there? Wohin führt sie? Some kids say it leads to an abandoned tunnel. It's rumored you can cross by using it. But maybe it's just a trap. Something Tyrak uses to lure teens to their death. Das wäre sadistisch. If the shoe fits. Oh Gott, hoffentlich tun wir hier keinen Fehler machen, tun. Wow, take it easy. You're not gonna open that door. Not without my help. Du kannst die Tür aufmachen? I've been watching officials on this path for some time. Just so happens, one dropped their access card the other day. Made this huge magnet, see? But that's not important. My point is, the card's yours.
for a price. Warum benutzt du sie nicht? Two reasons. Claustrophobia and claustrophobia. Gute Gründe. Was ist das zweite? Oh, fear of being trapped on the ground. Okay. Good luck down there. I heard it's just a dead end anyway. Hoffentlich nicht. Ansonsten verkaufen wir die auch wieder. Wenden, verdammt. Oh Gott. Okay. Ja, gut. Da müssen wir durch. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Ein schöner kleiner Cliffhanger hier an der Stelle. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch... wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.